Hey Leute, ihr wisst ja, wie gerne ich euch tolle Menschen vorstelle, die Unglaubliches leisten. Heute habe ich jemanden ganz Besonderen für euch. Jemanden, der nicht nur in der Filmwelt, sondern auch darüber hinaus beeindruckt. Heute geht es um Emilia Schüle, ein echtes Ausnahmetalent, das uns schon seit Jahren auf der Leinwand begeistert. Ihre Vielseitigkeit und ihr Charisma machen sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen unserer Zeit, ob historische Dramen oder Geschichten aus dem Hier und Jetzt. Emilia erweckt jede Rolle mit ihrer unglaublichen Bandbreite und Präsenz zum Leben. Ihre Fähigkeit, sich in verschiedenste Charaktere hineinzuversetzen, ist einfach bemerkenswert. Ein wahrer Star, der jede Szene zum Strahlen bringt. Ihre Auftritte sind nicht nur überzeugend, sondern auch inspirierend. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und das völlig zu Recht. Aber haltet eure Hüte fest, denn Emilia ist eine Frau mit vielen Talenten. Neben ihrer Schauspielkarriere hat sie auch andere Leidenschaften, die sie mit genauso viel Hingabe verfolgt. Sie hat das Drehbuch gegen die Kamera getauscht. Und ich sag euch, sie hat ein Auge für starke Bilder. Ihre Fotografien sind genauso beeindruckend wie ihre schauspielerischen Leistungen. Emilia zeigt uns, dass man seine Kreativität in vielen Bereichen ausleben kann. Seht ihr, Emilia geht es nicht nur um Glanz und Glamour der Unterhaltungswelt. Sie ist eine talentierte Schauspielerin, die auf den roten Teppichen der Welt zu Hause ist. Aber ihr Herz schlägt auch für eine tiefere Mission. Sie möchte die Welt wirklich verändern. Ihr Engagement geht weit über die Leinwand hinaus, denn sie glaubt fest daran, dass jeder Einzelne einen Unterschied machen kann. Deshalb hat sie sich mit Plan International, einer Organisation, die sich für die Rechte von Kindern und die Gleichstellung von Mädchen einsetzt, auf eine ganz besondere Reise nach Kolumbien begeben. Diese Reise war nicht nur eine Gelegenheit, um zu helfen, sondern auch, um zu lernen und zu wachsen. Emilia wollte die Arbeit von Plan International mit eigenen Augen sehen und ihre Plattform nutzen, um auf diese wichtige Mission aufmerksam zu machen. Sie wusste, dass ihre Stimme und ihre Reichweite einen großen Einfluss haben könnten, um das Bewusstsein für diese wichtigen Themen zu schärfen. Sie packte ihre Koffer, schnappte sich ihre Kamera und machte sich auf den Weg, um Geschichten von Widerstandsfähigkeit, Hoffnung und der Kraft der Bildung festzuhalten. Durch ihre Linse wollte sie die Welt auf die Herausforderungen und die unglaubliche Stärke der Kinder und Gemeinschaften in Kolumbien aufmerksam machen. Ihre Reise war eine Reise des Herzens, die zeigte, dass wahre Veränderung mit Mitgefühl und Engagement beginnt. Emilias Reise führte sie tief in das Herz Kolumbiens, wo sie von Plan International unterstützte Schulen und Kulturzentren besuchte. Sie traf junge Menschen, deren Leben durch die unermüdliche Arbeit der Organisation verändert wurden. Von geschäftigen Klassenzimmern bis hin zu pulsierenden Gemeinschaftsräumen erlebte Emilia die transformative Kraft der Bildung, insbesondere für Mädchen. Stellt euch diese Klassenzimmer vor, gefüllt mit wissbegierigen Köpfen, die Wissen aufsaugen und große Träume haben. Was Emilia besonders beeindruckte, war der Fokus von Plan International auf sexuelle und reproduktive Gesundheitserziehung. Sie sah, wie dieses Wissen junge Menschen befähigt, informierte Entscheidungen über ihren Körper und ihre Zukunft zu treffen. In vielen Teilen der Welt sind diese Themen tabu und von Schweigen umgeben. Aber Plan International bricht Barrieren und schafft sichere Räume für offenen Dialog und Aufklärung. Abschnitt 5: Widerstandsfähigkeit und Kreativität angesichts von Widrigkeiten. Während ihrer Zeit in Kolumbien traf Emilia auch auf venezolanische Flüchtlinge, die Sicherheit und ein besseres Leben suchten.
Sie erlebte die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, und die Kämpfe, die sie durchmachen. Aber bei alledem war sie beeindruckt von ihrer unglaublichen Widerstandsfähigkeit, ihrem unerschütterlichen Geist und ihrer Entschlossenheit, sich und ihren Familien eine bessere Zukunft zu schaffen. Sie hielt ihre Geschichten mit ihrer Kamera fest und teilte ihre Stärke und Hoffnung mit der Welt. Abschnitt 6. Durch Emilias Linse. Ein Einblick in das Leben der Kolumbianer. Und jetzt teilt Emilia ihre kraftvollen Fotografien mit der Welt in einer Ausstellung mit dem Titel Lautlos Rennen. Die Ausstellung in der Hotokunstgalerie in Berlin zeigt Emilias einzigartige Perspektive auf ihre Kolumbienreise. Die Fotografien sind in markantem Schwarz-Weiß gehalten und fangen die rohen Emotionen und die Schönheit ein, die sie erlebt hat. Durch ihre Linse sehen wir das Lachen von Kindern in Klassenzimmern, die Stärke in den Augen junger Frauen und die Widerstandsfähigkeit einer Gemeinschaft, die mit Widrigkeiten konfrontiert ist. Abschnitt 7. Eine Zusammenarbeit aus Leidenschaft und Zielstrebigkeit. Nun hat Emilia das nicht alleine gemacht. Sie hat mit den Fotografen Johanna Berghorn und Sebastian Berthold zusammengearbeitet. Zwei unglaublich talentierten Künstlern, die ihre Leidenschaft teilen, Fotografie als Werkzeug für sozialen Wandel einzusetzen. Gemeinsam haben sie eine Sammlung von Bildern geschaffen, die sowohl schön als auch zum Nachdenken anregen und uns einladen, die Welt mit ihren Augen zu sehen und uns mit dem Leben, das sie eingefangen haben, zu verbinden. Abschnitt 8. Lautlos Rennen. Eine Einladung zum Erleben. Lautlos Rennen ist nicht nur eine Ausstellung, es ist ein Aufruf zum Handeln. Es ist eine Einladung, mehr über die Arbeit von Plan International zu erfahren und sich der Bewegung für Kinderrechte und die Gleichstellung von Mädchen anzuschließen. Die Ausstellung läuft vom Startdatum bis zum Enddatum in der Hotokunstgalerie in Berlin. Wenn ihr also in der Gegend seid, schaut unbedingt vorbei. Es ist ein Erlebnis, das ihr nicht verpassen solltet. Abschnitt 9. Über die Galeriewände hinaus. Unterstützung von Plan International. Diese Ausstellung ist mehr als nur eine Sammlung von Bildern. Sie ist ein Fenster in die Welt der Kinder, die von Plan International unterstützt werden. Jedes Foto erzählt eine Geschichte, die uns daran erinnert, wie wichtig unsere Hilfe ist. Auch wenn ihr es nicht zur Ausstellung schaffen könnt, gibt es immer noch Möglichkeiten, sich zu engagieren. Die digitale Welt bietet uns unzählige Wege, um aktiv zu werden und einen Unterschied zu machen. Besucht die Website von Plan International, um mehr über ihre Arbeit zu erfahren und wie ihr ihre Mission unterstützen könnt. Dort findet ihr Geschichten, Projekte und Möglichkeiten, wie ihr helfen könnt. Jedes bisschen zählt, Leute. Egal ob durch Spenden, Freiwilligenarbeit oder einfach durch das Teilen von Informationen, jede Aktion hat eine Bedeutung. Gemeinsam können wir im Leben von Kindern auf der ganzen Welt etwas bewirken. Diese Kinder sind die Zukunft. Und durch unsere Unterstützung können wir ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft geben. Bildung, Gesundheit und Schutz sind nur einige der Bereiche, in denen Plan International tätig ist. Das ist alles, was wir für heute Zeit haben. Aber haltet die Augen nach Emilia Schüle offen. Sie ist eine, die man im Auge behalten sollte. Sowohl auf der Leinwand als auch außerhalb. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement für wohltätige Zwecke machen sie zu einer inspirierenden Persönlichkeit.